Tja, wo bin ich denn? Ja, ich wollte mal ins Tal der Ewigkeit. Und da wurde einfach so ein Film abgespielt. Ja, jetzt müssen wir noch ein paar Erinnerungen einsammeln. Noch drei. Ja. Und ein, zwei Sekunden haben wir verpasst, aber das geht ja noch. Ein paar Erinnerungen einsammeln, dann dachte ich mir, könnte der Jafar freischalten. So. Und dann haben wir noch Erinnerungen. Genau, dann wollen wir uns Jafar holen. Erinnerung. Ihr habt ja bei der Charaktere, kann ich die leveln und so weiter. Und das ist auch schon mal was. Aladdin. Erinnerungsstatue. Und jetzt kriegen wir Statue von Lance Slash Blade. Von alles steht im Kopf. Das haben wir alles freigeschaltet. Das konnte ich die ganze Zeit nicht machen. So, auf der Insel der Ewigkeit geschehen einige ziemlich seltsame Dinge. Sprich, auf der Insel der Ewigkeit wird Merlin. Mal mit ihm sprechen. Oh, was ist hier los? Moment, bitte. Ich brauche deine Hilfe. Ray Bam, wir müssen Jafars Einfluss auf den Funken der Vorstellungskraft stoppen. Die Farbe verschwindet langsam aus allem und die mysteriösen Risse auf der Insel sind ein sehr schlechtes Omen. Wirklich, das ist mir gar nicht aufgefallen. Wie können wir ihn aufhalten? Ich gehe Jafar und bringe die Insel in Ordnung. Das kommt auf meine sehr lange Liste mit all den Sachen, die ich noch zu erledigen habe. Das ist auf meine Liste gleich zwischen Herrn Ducks Laden auf neuen Klamotten durchsuchen und meine Pflanzen bewässern. Ich würde vorschlagen, dass du es direkt an die Spitze der Liste setzt. Sonst gäbe es vielleicht keine Ladensbesuche oder Pflanzen zu gießen oder sonst irgendetwas. Wir sollten damit beginnen, die seltsamsten Phänomene zu untersuchen, die auf der Insel passieren. Ist dir irgendetwas Merkwürdiges an Mickey aufgefallen? Stimmt etwas mit Mickey nicht? Oh nein, Mickey ist in Schwierigkeiten, jetzt wird es persönlich. Er scheint schwarz-weiß zu flackern. Ich fürchte, ja, er scheint schwarz-weiß zu flackern. Es scheint, als wäre Mickey zwischen der Gegenwart und der Vergangenheit gefangen. Wir müssen mit Mickey reden und dieses Phänomen sofort untersuchen. Ah, in der Tat, ein schöner Tag. Sprich mit Mickey. Mickey, wo bist du? Da ist er. Hallo. Oh, heute mal Mittwoch. Heute nicht da. Hallo. Oh, hallo. Hey, hallo. Oh, oh. Ich fürchte mich jetzt nicht so gut. Mickey, du bist schwarz-weiß. Jetzt fehlt nur noch das Dampfschiff. Bitte tun, was ich tue, um dir zu helfen. Ja, du hast recht. Darüber habe ich lange nicht mehr nachgedacht. Nur doch eine Möglichkeit geben, das in Ordnung zu bringen. Wie hat das alles angefangen? Es war wirklich seltsam. Ich bin plötzlich so aufgewacht. Aber das ist nicht alles. Wenn ich flackere, bin ich nicht mehr in Luft. Wenn ich flackere, bin ich nicht nur ich. Es ist die ganze Insel. Es ist, als ob ich eine andere Welt sehe. Ich glaube, so langsam zieht es mich jetzt hinein. Ich glaube, dass du zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart gefangen bist. Ich denke, das ergibt Sinn. Aber das muss bedeuten, dass die andere Welt, die du siehst, könnte es die Vergangenheit sein oder irgendwo zwischen dem Jetzt und der Vergangenheit. Gute Frage. Meinst du, dass du das alles hinbekommst? Ah. Bevor ich für immer in dieser schwarz-weißen Welt festsitze? Oh, bis bald! Bis bald! Ich kehre zu Merlin zurück. Oh. Merlin. Das ist er. So, Merlin. Aus Berlin, was? Du bist hier. Schön, denn uns bleibt nicht viel Zeit. Es ist so, wie ich befürchtet habe. Die Vergangenheit sickert nicht nur auf die Insel. Die Insel sickert auch in die Vergangenheit. Wenn wir dem nicht bald Einhalt gebieten, befürchte ich, dass da noch mehr Dorfbewohner betroffen werden.
Das werde ich nicht zulassen. Ich würde gerne sehen, wie du in Schwarz-Weiß mit gummiartigen Nudelarmen aussiehst. Ich auch nicht. Wir müssen Jafars Machenschaften durchkreuzen, bevor die Sache noch schlimmer wird. Ich glaube, ich habe einen geheimen Weg in den Palast gefunden. Folgen wir. Und jetzt laufen. Folge Merlin zum geheimen Eingang an der Promenade auf der Insel der Ewigkeit. Ist alles in Ordnung mit dir? Ja, natürlich. Okay. Du bist in meinem Restaurant immer willkommen. Oh, das war nett von dir. So. Erinnerung. Ich habe noch zwei Sachen zu sammeln. Küsselfrosch. Ey, warte, Merlin, kannst du nicht einfach abhauen? Aha. Sieht aber nice aus. Mein Foto. Oho, da gehe ich jetzt rein. Genau da rein. Ich bin Merlin. Da bist du ja. Verflixt, wann ist das passiert? Ich weiß auch nicht. Der geheime Eingang zum Palast und seine alte Kellertür, die genau hier in der Lagune versteckt ist. Die habe ich schon öfters gesehen. Aber jetzt hat die Saurus in der Zeit den Weg versperrt. Du bist vielleicht einen anderen Weg hinein? Wie werden wir dieses Ding los? Ah, die schon wieder. Ich fürchte, es gibt keinen. Ich habe bereits versucht, die Teleportation zu erforschen, um dich durch die Wände gehen zu lassen, dich als Statue zu verkleiden und dich Jafar als Geschenk anzubieten. Mich als was? Und Jafar hat sich gegen all meine Pläne gerüstet. Es wird schwierig, aber wir müssen diesen Riss in der Zeit schließen, um voranzukommen. Gut, und wie machen wir das? Ich vermute, dass alle Risse auf dieser Insel miteinander und mit der Magie des Funkes verbunden sind. Oh, wenn wir einige der anderen Risse schließen, können wir diesen vielleicht genug schwächen, um ihn zu versiegeln. Wie können wir die Risse schließen? Kann ich meine Sandro benutzen? Leider nicht. Wir brauchen dafür eine andere Art von Magie. Etwas, mit dem wir die Macht des Funkens selbst nutzen und sie gegen Jafar wenden können. Aha. Ich habe etwas recherchiert und es scheint, dass der Schlüssel zur Kraft des Funkens deine Vorstellungskraft ist. Kein Problem, darin bin ich großartig. Ich glaube, das schaffe ich schon. Oh, ich bin nicht sehr einfallsreich. Ja, aber ich fürchte, dass für jemanden, der so einfallsreich ist wie du, könnte etwas Hilfe nötig sein. Ich schlage vor, du bittest Oswald um Hilfe. Und gerade Oswald. Ich habe etwas Zeit damit verbracht, den Kerl zu beobachten. Er ist ziemlich faszinierend. Bevor einer von uns in Dreamland Valley war, gehörte dieser Ort schon anderen. So wie sich das Tal jetzt um deine Hoffnungen, deine Träume und deine Erinnerungen herumformt, einmal jemand anderem gehörte und Oswald war für diese Person etwas ganz Besonderes. Ich bin sicher, es gibt Geschichten, die du besonders... Magst, weil sie von einer geliebten Person erzählt wurden. Nun, Oswald ist ein bisschen wie diese Geschichten weitergereicht worden. Und wie hilft uns das jetzt? Oswald ist sicher klug genug, um zu sehen, wie sich das Dreamlight Valley und die Insel verändert haben. Und wenn nicht, dann kann er dir vielleicht zeigen, wie du deinen Einfallsreichtum nutzen kannst. Wie dem auch sei, die Dinge, nun ja, sie scheinen einfach zu funktionieren, wenn Oswald in der Nähe ist, nicht wahr? Okay, ich bitte Oswald um Hilfe. Ja, und beeil dich, Rayman. Bitte Oswald um Hilfe, damit du die Risse schließt und in den Palast bringen kannst. Ich bin... und jetzt lauf. Ja, ich laufe ja schon. Da ist er, Oswald. Lauf da lange. Bringt Oswald. Oswald. Schauen wir mal, ob ich hier. Ich wollte die Erinnerung haben, ja. Ja, damit. Das sind immer mehr Erinnerungen. Ja, wenn wir in die Vergangenheit gehen, das ist ja auch wie eine Erinnerung schwelgen. Da ist er ja. Jetzt läuft er weg. Lukrative Erinnerungen. Ariel.
Beim Graben. Der will unbedingt mit uns reden. So, her mit dir. Möchtest du deinem alten Freund Oswald helfen? Natürlich. Oswald, ich habe eine witzige Frage an dich. Mach dir keine Sorgen. Ich bin an komische Sachen gewöhnt. Sag mir, was Sache ist, und ich sag dir, was Sache ist. Du hast sicher schon bemerkt, dass die Dinge auf der Insel schwarz-weiß werden. Auch mein Freund Mickey. Melly meinte, wir müssen unsere Vorstellungskraft benutzen, um die Zeitrisse zu schließen. Da bist du beim richtigen Hasen gelandet. Ich habe einige Experimente gemacht. Zum Beispiel habe ich ein paar Dinge in diese Zeitrisse-Dinger geworfen, um zu sehen, was passiert. Das klingt ein gefährlich, Oswald. Hast du etwas herausgefunden? Darauf kannst du wetten. Meistens ist nichts passiert, wenn ich Sachen in die Risse geworfen habe. Aber dann zeichnete ich etwas Lustiges auf eine Serviette und warf sie rein. Danach habe ich nur noch daran gedacht, wie sich der Riss schließt und bumm. Er hat sich sofort geschlossen. Was ist es? Wir müssen also etwas mit unserer Vorstellungskraft erfinden und es in die Risse werfen? Sieht ganz danach aus. Nur, als ich es wieder versucht habe, hat nichts geklappt. Ich denke, jeder Riss muss durch die Vorstellungskraft einer anderen Person geschlossen werden. Hast du Tipps, wie ich meine Vorstellungskraft einsetzen kann? Auf jeden Fall. Bei der Steigerung deiner Vorstellungskraft geht es darum, das zu nutzen, was du hast, aber auf lustige Art und Weise. Zum Beispiel, wenn du dir Sachen ansiehst und dich fragst, was sie stattdessen sein könnten. Ist ein Hut nur ein Hut oder ist auch eine riesige Suppenschüssel, die ganz langsam ausläuft? Vielleicht könntest du versuchen, Rapunzel, Gaston, Yves und Mickey zu fragen, den du erwähnt hast. Und den E-Mickey. Das klingt, als hätte Mickey jede Menge Ärger. Und so würde er bestimmt gerne helfen. Dieser Rapunzel hat wirklich eine große Vorstellungskraft. Gaston, nun, da er sich einbildet, ein toller Kerl zu sein, kann er sich wahrscheinlich so ziemlich alles vorstellen. Und was das klappernde Ding angeht, ich möchte gerne herausfinden, ob sie sich etwas ausdenken kann, wenn sie es sich anstrengt. Tolle Idee, ich denke, ich werde mit Mickey, Yves, Gaston und Rapunzel reden. Und vergiss nicht, ich bin nicht dumm. Okay. So, da hätten wir Oder haben wir Mickey, Rapunzel und so weiter. Oje, oje. Oh ne, ich brauche was zu futtern. Nom 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 nom. Oh, Mickey. Hey, hier drüben! Ich bin immer länger in diesem komischen schwarz-weißen Ort. Es macht mir langsam Angst. Mach dir keine Sorgen, Mickey. Ich weiß, da ist ein Punkt, wie wir das alles in Ordnung bringen können. Oh. Ich brauche deine Hilfe. Was immer du brauchst, Rayman. Sag es mir einfach. Ha? Wir müssen unsere Vorstellungskraft nutzen, um eine Gerisse auf der Insel zu schließen. Wirklich? Ich habe gerade gesehen, wie ich einen Riss geöffnet hat. Das ist perfekt. Zeige mir, wo es ist. Whoopi! Klar, folge mir. Haha. Oh yeah. Bis bald. Folge mir zum Riss am abgelegenen Strand. So, jetzt folgen wir Mickey einfach mal zum abgelegenen Strand. Schaust du, Etty Betty? Hey, das ist unfair! Oh oh. Oh no. Ich bin Mickey. Hallo, da ist er, ein riesiger Zeitriss, genau wie du es dir gewünscht hast. Wie sollen wir ihn schließen? Merlin sagte, dass wir die Kraft unserer Vorstellungskraft nutzen müssen. Das hört sich so an, als müssten wir beide etwas Kreatives herstellen und es hineinwerfen. Was sollen wir herstellen? Nona, bitte, das ist eine gute Frage. Ich schätze, ich habe vergessen zu frühstücken. Ich könnte jetzt wirklich einen Hotdog vertragen. Kochen ist doch ziemlich kreativ, oder? Warum machen wir nicht ein paar Hotdogs und werfen sie rein? Nein, warte. Wenn es um Vorstellungskraft geht, dann müssen wir größer denken. Ha! Ha! Warum machen wir nicht einen Hotdog im Wagen? Ich werde ein paar Pläne entwerfen. Kannst du die Materialien besorgen, die wir brauchen? Und natürlich. Das ist doch das, was ich immer mache. Hört sich gut an. Woraus soll er hergestellt werden? Oh, ich bin sicher, dass es dir auf der Insel einiges zu finden gibt. Ha! Ja, da hast du recht. Vielleicht fange ich mit ein paar Messing- und Bronzebarren an. Bis
bis ganz bald. Verändert er sich auch, wenn man Foto macht? Stell den Hotdog-Wagen her, dann reden wir mal mit Winston. Rayburn, ich glaube nicht, dass deine Art, die Insel zu verwalten, die beste ist. Ich habe eine Liste gemacht, wie du hier alles verbessern könntest. Dann lass mal hören. Erstens, mir gefällt es nicht, dass die Dinge schwarz-weiß werden. Du sollst das stoppen. Zweitens braucht die Insel der Ewigkeit mehr Statuen von mir. Einem Land der Uralten, eine der funkelnden Dünen und eine im wilden Dschungel. Sonst noch etwas? Ja, drittens, die Namen der Dinge auf der Insel müssen sich ändern. Ich dachte an Land von Gaston, die gastonischen Dünen und der wilde Gaston. Viertens, Insel der Ewigkeit, also bitte, jeder sollte diesen Ort Gaston nennen. Oder vielleicht Gastons Insel der Ewigkeit. Ist das deine komplette Liste? Wohl kaum, lass mal sehen. Mehr Begleiter für mich, täglich aufführen, um meine Meisterleistungen zu feiern, irgendein nützlicher Apparat, um Eier direkt und schneller in meinen Mund zu bekommen. Oh, Bells Liebe und Bewunderung, die nur... Mir gilt. Wenn du das alles schaffst, wird die Sache dir alles um einiges besser verbessern. Was? Ich bin ein bisschen verwirrt, aber okay. Warum können wir nicht auf all das zurück, nachdem wir die wichtigeren Dinge auf der Insel geklärt haben? Also gut, was brauchst du? Ich brauche deine Hilfe, um diese schwarz-weißen Risse auf der Insel der Ewigkeit zu schließen. Ein Celestiger ist gerade in meinem Lager erschienen. Folge mir, ich zeige ihn dir. Husch, husch, ich bin fertig mit dir. Ich glaube, es bringt auch nichts, wenn wir uns dahin teleportieren, weil er muss ja auch hin. Ich bin schneller als du. Hey, warte! Ich bin der Bessere! Ah, das musst du erst beweisen. Aber Mikkel läuft uns hinterher, weil wir seine Aufgabe ausgewählt haben. Da können wir ja Erinnerungen einsammeln. Hilfe, ich habe dich überholt. Oh. Das wäre doch gelacht. Hey, das ist unfair. So. Siehst du dieses Ding? Es blockiert mein ganzes Lager. Das ist ziemlich ärgerlich, aber ich weiß schon, wie wir das lösen können. Wir müssen gemeinsam unsere Vorstellungskraft nutzen und etwas herstellen, das wir hineinwerfen können. Vorstellungskraft? Er braucht schon Vorstellungskraft, wenn man Stärke hat. Mut, Gerissenheit. Gaston, hast du Angst, deine Vorstellungskraft zu benutzen? All diese Dinge sind im Moment nutzlos für uns. Angst? Ich? Natürlich nicht. Ich habe keine Angst, aber das ist etwas, was ich noch nie gehabt habe. Das ist eher etwas für Belle oder ihren Vater Maurice. Du weißt schon, seltsame Leute. Wenn es etwas ist, das du noch nie gemacht hast, brauchst du vielleicht einen Trainer für deine Vorstellungskraft. Aber wer wäre in der Lage, mich zu trainieren? Ich habe da genau den richtigen Glückshasen im Sinn. Ich werde Oswald fragen. Na gut, du da. Yves und Rapunzel. So, wo ist denn Rapunzel? Oder Yves? Da wäre Rapunzel. Schau mal noch. Rayburn, ich bin so froh, dass du hier bist. Es gibt etwas, das ich dir zeigen muss. Ich war dabei, die Insel zu erkunden, als dieser riesige, taggige Riss direkt vor mir auftauchte. Das ist witzig, ich wollte dich gerade danach fragen. Das sind Zeitrisse und ich brauche deine Hilfe, um sie zu schließen. Da brauchst du meine Hilfe dafür. Ich helfe dir gerne, wo ich nur kann. Aber warte mal, wie genau kann ich dir dabei helfen bei diesem speziellen Problem? Nutze deine Vorstellungskraft. Vertraue mir, das ist wie geschaffen für diese Aufgabe. Bist du geschaffen mit dieser Aufgabe? Wirklich? Warum perfekt?
an der Vorstellungskraft. Sie ist der Schlüssel, um die Risse zu schließen. Wirklich? Aber wie? Ich denke, es wird schneller gehen, wenn ich es dir zeige. Warum führst du mich nicht zu dem Riss, den du gesehen hast? Ja, natürlich, folge mir. Was ist deine Vorstellung von Rapunzel? Ich muss nur hier nur kurz einsammeln. Okay. Kann es sein, dass da irgendwo ist? Oder ist hier nur verbuggt? Dann machen wir das schnell weg. Tatsächlich. Eine Erinnerung. Lilo und Stitch. Hoppala, wollte ich nicht. Also tatsächlich müssten wir dahin. Siehst du das? Es ist so seltsam. Schwarz-Weiß kann wunderbar für Skizzen sein, aber die ganze Insel in Schwarz-Weiß? Es ist, als hätte man eine große weiße Leinwand und nur eine Farbe, die man benutzen kann. Nee, die ist irgendwie cool. Jetzt will ich wie eine Malerin, was? Mach dir keine Sorgen, wir kriegen das schon hin, gemeinsam. Oh, versteh mich nicht falsch, sie sind faszinierend. Ich will nur nicht, dass sie noch mehr davon öffnen. Was ist, wenn Leute oder Tiere in sie hineingesaugt werden? Ich hoffe, dass ich das verhindern kann. Mit der Hilfe deiner Vorstellungskraft. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das verstehe. Wir müssen gemeinsam etwas schaffen. Mit unserer Kreativität und dann werfen wir es in den Riss. Magie des Funkens beruht auf Vorstellungskraft. Wenn wir das schaffen, können wir die Macht des Funkens wieder umkehren, um den Riss schließen zu können. Oh, okay, ich verstehe. Nur jetzt, wo du mich gebeten hast, mir etwas Kreatives einfallen zu lassen, fällt mir auf einmal nichts mehr ein. Lass die Zähne zusammen und konzentriere dich. Versuche, so viel Unsinn zu denken, bis dir etwas Kreatives einfällt. Was, wenn ich versuche, dich zu erschrecken? Oh, warte, das ist gegen Schluck auf. Unsinn. Unsinn wie zum Beispiel. Blub. Dibidi. Blub. Dibidi. Flipperopflu. Long Dingi. Ramatabdam. Perfekt, jetzt hast du es kapiert. Oh, es hat geklappt. Ich habe eine Idee. Als Mutter mich in meinem Turm eingesperrt hat, habe ich einmal im Jahr in der Ferne diese Lichter gesehen. Ich würde gerne ein paar schwebende Lichter mit dir herstellen. Das klingt toll. Warum fängst du nicht an, ein paar Entwürfe zu zeichnen, während ich die Sachen besorge, die wir brauchen? Das klingt perfekt. Ich glaube, wir brauchen Tropenholz, Bambus und Seile. Bye, bye. Da muss ich noch mit Eve reden. Select, da ist sie ja. Eve. Name? Ray-Ban. Aufgabe? Geht's dir gut, Eve? Ich brauche deine Hilfe, aber wenn etwas nicht stimmt, warum bringen wir das nicht zuerst in Ordnung? Aufgabe? Du zeigst auf die uralten Ruinen auf den Docks. Willst du, dass ich dich dort treffe, Eve? Ist es das, was du mir sagen willst? Aufgabe? Gut, okay, ich treffe dich dort. In die uralten Ruinen bei den Docks. Okay, da muss man niemandem folgen, sondern einfach hingehen. So, Aufgabe? Dann wäre es wahrscheinlich hier. Oder nicht? In die alten Ruinen wahrscheinlich. Aufgabe? Hier. Da ist Erinnerung. Erinnerung gen. Nice. So, mal einsammeln. Aufgabe? Aufgabe? Okay, dann halt nicht. Da war schon Erinnerung. Aufgabe? Aladdin. Haben wir auch die Genie bekommen? Aufgabe? Betreten.
Okay, Eve zum Zeitriss. Wir können hier ein paar Aufgabe entfernen. So. Das ist ja eh hier. Aufgabe erledigen. Das passt ja. Wir haben ja die ganzen. Die ziehen ja als Nachtdornen. Aufgabe. Aufgabe. Da haben wir noch Aufgabe. Wo ist denn Eve? Aufgabe. Treten. Geh in die Uldenrin bei den Dogs. Okay, bin ich hier falsch. Ah, da ist sie ja. Ich will sie übersehen. Ich war beschäftigt mit Aufgabe. Ah, da. Oh, das wolltest du mir also zeigen. Ja, das ist wirklich ein Zeitriss. Ich brauche deine Hilfe, um ihn zu schließen, Eve. Kannst du deine Vorstellungskraft benutzen? Du hast keine große Vorstellungskraft. Hm. Das wäre, wenn wir um Hilfe bitten würden. Wally scheint eine große Vorstellungskraft zu haben. Wally! Oh, wie süß. Sprich mit Wally. Wally. Aufgabe? Nee, da ausgegangen. Ja. Aufgabe? Ooh, everything time. So, ist Wally hier? Ist er extra hergekommen? Ja, da ist ja Wally, liebe dich. Du wolltest dich nicht. Ich will Worte. Sag mal, Wally. Eve und ich brauchen etwas Hilfe. Wir müssen etwas mit unserer Vorstellungskraft erschaffen. Aber Eve ist nicht sehr einfallsreich. Was ist das? Ein alter Filmprojektor? Das ist eine tolle Idee, Wally. Wir könnten einen Film machen. Geh zurück zu Eve und frage sie, was sie für einen Film machen will. Erinnerung, bring den Filmprojektor zu Eve. Ja, da ist sie ja. Folgt mir, bin ich beobachtet. Ich will ein paar Erinnerungen einsammeln. Ich glaube, wir werden folgt. Bitteschön. Siehst du das, Eve? Aufgabe? Wally hat eine tolle Idee. Wir könnten einen Film machen. Ich kann ein paar Fotos von dir und Wally auf der Insel machen, um damit eine Filmrolle zu erstellen. Dann können wir ihn gemeinsam anschauen. Aufgabe? Wer sagt, dass Roboter ihre Vorstellungskraft nicht nutzen können? Aufgabe? Mache an den folgenden Orten Bilder von Eve und Wally für die Filmrolle. Im Inneren der uralten Ruinen, in Wallys Haus, in Eves Haus. So. Dann wollen wir mal erst einmal hier hingehen. Ja. Aufgabe. Und dann würde ich sagen, gehen wir erstmal in Eves Haus. Aufgabe. Ja, gleich. Jetzt hoffen wir mal, dass sie hier zusammen sind. So. So, dann machen wir in die uralten Ruinen. Aufgabe. Betreten. Wo sind denn die beiden Süßen? Okay. Und in Wallys Haus. Aufgabe. So,
Das Wallys Haus ist in der Lichtung des Vertrauens. Aufgabe? Ja, ein bisschen. Aufgabe? Petri. Oh. Sammeln die Polymaterialien für die Filmrolle, mechanische Teile. Haben wir hier irgendwo eine Werkbank? Kunststoffreste. Ich fast jeden Tag, immer wenn ich gespielt habe, mindestens ein Kunststoffreste gesammelt. So. Müssen wir mechanische Teile herstellen. Wo waren denn das? Edelte Materialien. Ach hier. Bra. Die Filmrolle an der Werkbank her. Ach so. Filmrolle. Und 73 Plastikschriften auch schon. Eve, die Filmrolle. Okay. Okay, Eve, jetzt musst du. Jetzt musst du nur noch den Projektor und die Filmrollen in den Riss werfen. Aufgabe? Los geht's! Triff Eve und Wally am Zeitriss in der uralten Ruinen. Dafür müssen wir natürlich wieder zurück in die Docks. Ja, Aufgabe? Dauert etwas länger. Aufgabe? Dann muss man noch und so weiter. Wo war denn der Zeitriss? Hier, ja. Oh, sie angelt hier. Sprich mit Eve. Aufgabe. Aufgabe? Aufgabe? Auf dem Projekt in den Zeitriss. Hast du das gesehen, Eve? Es hat geklappt. Der Zeitriss hat sich geschlossen. Du hast wirklich eine tolle Vorstellungskraft. Ja, ich so, und dann machen wir die nächsten Aufgaben in der nächsten Folge. Ja, wir haben schon 33 Minuten. Da muss man jetzt leider die Folge beenden. Falls euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Falls ihr keine Folge verpassen möchtet, solltet ihr spätestens jetzt auf Abonnieren drücken und natürlich das nächste Mal wieder einschauen in der neuen Folge von Destiny Dreamlight Valley. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr auch schon das Erweiterungspack habt, das Rift in Time, und wie euch bis jetzt das Update gefällt und der Gedanke, dass wir jetzt Jafar auch als bald als Valley-Bewohner bekommen. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.